So, Leute, moin zusammen. Status-Update zum Thema Plug and Charge. Yo, wie sieht's da aus? Ja, ich krieg kein Plug and Charge. Mindestens vorerst nicht. Woran liegt's? Das ist tatsächlich ein bisschen komisch. Ein paar Leute haben mich ja auch schon ein bisschen für verrückt erklärt. Vielleicht habt ihr auch recht, aber ich krieg tatsächlich vorerst mit diesem Auto kein Plug and Charge. Und ich sehe auch nichts dazu in der App. Also ich sehe, dass hier im Auto der Plug-and-Charge-Menüpunkt da ist, aber in der App kann ich nichts einstellen oder aktivieren. Ja, woran liegt das? Habe ich jetzt auch ein bisschen recherchieren müssen. Liegt tatsächlich daran, dass mein Auto eine Woche zu früh produziert worden ist, um jetzt sofort Plug-and-Charge-fähig zu sein. Der Menüpunkt ist da, aber das Auto ist offensichtlich nicht in KW 35 2022 produziert, sondern eine Woche davor. Damit habe ich hier Modelljahr 2022 und Modelljahr 2022 kann vorerst kein Plug and Charge. Woran liegt's? Da gibt es jetzt auch eine Pressemitteilung von Audi, die über ein Software-Update zum Thema oder beim Audi Q4 sprechen oder darüber berichten. Ist auch eine schöne Grafik dabei, die blende ich auch gleich mal ein. Offensichtlich ist es so, dass Autos bis Kalenderwoche 8 2022 MEW-Software 2.3, die reden jetzt plötzlich von diesen Nummern, also so wie VW hat. Da ist wohl nicht mal der Menüpunkt vorhanden. Das ist diese 3608er-Version von den früheren Audi Q4. Und danach gibt es Software 3031. So, jetzt weiß ich nicht, welche Version genau 3.1 und 3.0 entspricht. Das ist also ab KW 8 2022. Ich weiß nicht, ist diese 3.6.1.6 oder die 3.6.6.9 ist auf jeden Fall 3 irgendwas, also die hier auf dem Auto ist. So, diese Autos haben ein paar Features mehr, das könnt ihr da in dieser Grafik euch ein bisschen anschauen. Ein paar Software-Eigenschaften mehr. So, und jetzt gibt es dann halt ab KW 35 2022 eine ganz neue Software. Ist es die 3812? Ich habe keine Ahnung, weil die reden ja jetzt von Software 3.2. Warum Audi da jetzt umgestellt hat, weiß ich auch nicht. Im MMI steht halt 3669 bei mir, ne? So, und diese Software 3.2, die kann A, Plug and Charge, B, irgendwelche Over-the-Air-Updates in Zukunft und C, irgendwelche Hintergründe im MMI. Ja, ob das jetzt eine sinnvolle Sache ist, sei mal dahingestellt. So, heißt für mich aber, das ist Modelljahr 23, ja, da gibt es diese neue Software. Dieses Auto hat die einfach nicht. So, deswegen sehe ich auch wahrscheinlich in der App nichts. Ich musste auch mit dem Händler zusammen tatsächlich recherchieren, ob das Auto jetzt Modelljahr 22 oder 23 ist, weil es gibt einen kleinen Menüpunkt, glaube ich, online, wenn man sich einloggt in den My Audi-Account, da sieht man das, aber der funktioniert gerade nicht so richtig. Ja, das ist Sachstand. Also vorerst kein Plug-and-Charge für dieses Auto. Ich muss warten, bis ein Software-Update da ist. Laut Händler ist aktuell noch keins in der Pipe für dieses Auto. Das soll ja auch in Wellen kommen. Könnt ihr nachlesen in dieser Pressemitteilung von Audi. Ja, so viel dazu. Wäre mir das klar gewesen, hätte ich natürlich den Audi Charging Service vorerst noch nicht aktiviert. So läuft ja schon mein kostenfreies Jahr. Und ich brauche ihn gerade gar nicht so dringend. Zum Audi Charging Service muss ich aber auch sagen, also ey, Leute von Audi, könnt ihr das ein bisschen verbessern? Also VW mit V-Charge ist ja vielleicht nicht gerade, oder V-Connect ID ist ja nicht gerade das Tollste von der Software her, aber das, was ihr da geleistet habt bei Audi Charging Service in der App, in der My Audi App, das ist wirklich gar nicht gut. Also schon allein, ich blende es mal ein, ich habe dann jetzt zweimal Test geladen, die Karte ist übrigens da, ne? Funktioniert, also die RFID-Karte. Ich habe zweimal Testladung gemacht und da sieht man nur die allergröbsten Informationen. Ich kann auch nicht mal aus den Informationen erkennen, wurde mir denn hier der korrekte Preis abgerechnet. Das ist schon ein Witz, oder? Das sollte man besser machen. Ich blende mal ein, wie das bei V-Charge ist. Ja, da seht ihr wirklich alle Informationen und könnt auch den Preis nachvollziehen und so. Dazu kommt noch, wenn man zum Beispiel V-Charge sich mal anschaut, da sieht man ja an der Farbkodierung gleich, ob die Ladesäulen grundsätzlich gerade belegt sind oder nicht.
Also schon auf der Kartenansicht, das seht ihr bei Audi Charging nicht. Da seht ihr nur, dass es eine Ladesäule gibt und das war's. Da müsst ihr reinklicken, dann kriegt ihr weitere Informationen. Da steht da Preisinformationen. Und die Preisinformation beschränkt sich auf die geistreiche Aussage, ist kostenpflichtig und als Zusatz oder als Alternativinfo mit Standgebühr. Also was soll ich damit anfangen, Leute? Vollkommen sinnlos, gerade wenn ich ins Ausland fahre. Ich habe doch nicht die Preisliste im Kopf. Nee, bitte, ja, solltet ihr auch machen. Auch rechtlich gesehen ist es vielleicht sinnvoll, das zu tun. Ne? Kleiner Tipp. Schreibt die Preisinformationen da dran, wenn man in der App eine Ladesäule anklickt. Macht das so wie bei VCharge, das ist echt gut gelungen. Ja? Muss man aufklappen, wenn man es nicht sehen will, dann kann man es zugeklappt lassen, passt. Ja, und Bedienung kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, aber es scheint mir doch sehr rudimentär zu sein. Ich weiß auch nicht, was das soll, dass da irgendwelche Informationen zum e-tron Charging Service noch drinstehen. Ich meine, mein Account weiß ja in Anführungsstrichen, dass ich inzwischen den Audi Charging Service aktiviert habe. Da könnte man diese Informationen einfach mal wegtun. Ne? Ja, also das ist wirklich nicht glücklich gelöst, gerade was die Preise angeht. Jetzt könnte man sagen, wenn du einen Audi fährst, ist dir der Preis egal. Nee, ist mir nicht ganz egal. Ich wüsste schon ganz gerne, bevor ich anfange zu laden oder hätte die Chance, es nachzugucken, sagen wir mal so. Ja? Die Preisliste für Deutschland kann ich mir noch halbwegs merken. Die hinterlegt ist, ja, die ist ja auch relativ simpel bei dem Audi Charging Service und auch bei VCharge, aber wirklich, wenn ihr ins Ausland fahrt, ich habe gestern spaßeshalber mal wieder Norwegen nachgeguckt, dann müsst ihr im Endeffekt in der Preisübersicht auf die Auslandspreisliste klicken und euch da in einer langen Liste durchquälen, ja, das ist dann ein PDF. Geht doch besser, Leute, oder? Macht es besser. Was man aber jetzt mal prinzipiell sagen muss, ich meine, das Ding funktioniert. Ja, man kann es benutzen. Es hat eine super Abdeckung. In Norwegen habe ich gesehen, ist jetzt sogar mehr dabei, was bisher bei VCharge und also Elli nicht dabei war. Ja, das finde ich gut. Ja. Genau. Habe ich eigentlich jetzt noch was vergessen? Software, also Plug and Charge geht nicht. Software hatte ich was gesagt zu. Ja. Ich denke mal, ich bringe das schon durcheinander, das ist ja inhaltlich mehr oder weniger das Gleiche. Ne? Audi Charging Service App könnte man verbessern, gut. Ja, vielleicht noch mal ein Wort zu meiner Audi App insgesamt. Ah. Ja, okay, gut, man kann alles machen. Und mit der Software, die hier auf dem Auto drauf ist, zusammen mit der App, kann ich auch Timer einstellen. Ja? Ich kann also mit einem Timer laden oder klimatisieren, das ist alles schön. Ja. Es funktioniert auch annehmbar schnell. Ich musste auch mal ein Video dazu machen, wie lange das dauert, bis dann die Vorklimatisierung zum Beispiel läuft. Aber die Informationen sind schon sehr rudimentär. Dafür ist es relativ viel Platz für die Werbung verschwendet. Also ich würde mir schon wünschen, wenn man einfach die App aufmacht, dass man da ein bisschen mehr Informationen sieht. Dann gibt es auch noch ein Widget für Android mindestens. Das habe ich mir jetzt mal hingelegt. Da sieht man Ladezustand, Kilometer und welches Auto es ist, also Q4. Das, Leute, könnt ihr da nicht ein bisschen mehr machen? Ja? Also, wer ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Das liegt wirklich noch im Argen. Ich meine, ich meckere jetzt hier auf relativ hohem Niveau, wenn man das mit der App früher mal bei VW vergleicht und so. Es funktioniert, ja, gar keine Frage. Es ist okay soweit. Es funktioniert annehmbar schnell, hat selten Abbrüche. Mindestens bisher habe ich selten welche festgestellt. Ja, okay. Ist okay. Als Basis ist es okay. Macht da noch ein bisschen mehr draus. Auch Außentemperatur könnte man mal hinmachen. Das wäre ganz schick. Die Übersichtlichkeit der Startseite, also dass man da alle wesentlichen Informationen drauf hat, das wäre echt ganz toll. Ja. Gut. Okay. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ja, ich glaube, das war's mal für heute. Ist ja auch schon lange noch. 11 Minuten oder sowas. Oder 10 Minuten, keine Ahnung. Mal schauen nachher. Ja. Ich wünsche euch was. Fahrt weiter elektrisch. Ich fahre jetzt auf Arbeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao.